So, Johann, halten Sie wieder im Parkhaus. Jawohl, Herr Baron. So, da sind wir schon. Bitte? Was wünschen die Herrschaften? Wir möchten noch einmal den Herrn Pfarrer sprechen. Der Herr Pfarrer ist nicht daheim. Dann kommt er aber sicher bald zurück. Nein, der Herr Pfarrer ist vorläufig nicht zu sprechen. Er ist verreist. Aber Sophie, was fällt dir denn ein? Wie kannst du nur die Herrschaften so anschwindeln? Also schäm dich. Oh Gott, ich habe es doch nur gut gemeint, Herr Pfarrer. Und jetzt ist doch auch alles in Ordnung. Der Schmidt verkauft sein Haus, das Geld gibt er Ihnen und die Gemeinde bekommt dann eben die Glocke 8 Tage später. Was denn? Was redest du denn da für ein wirres Zeug, ja, Sophie? Ich habe dem Meister Schmidt erzählt, dass Sie von Räubern ausgeplündert worden wären. Und dann hat er sich erboten, Ihnen zu helfen. Aber, ja, Sophie, hast du denn den Verstand verloren? Was soll denn das bedeuten? Aber Hochwürden, begreifen Sie denn noch immer nicht, in welcher Gefahr Sie sich durch Ihre leichtsinnige Tat begeben? Ja. Wenn der Gemeinderat dahinter kommt, was Sie mit dem Geld gemacht haben, dann sind Sie doch ruiniert. Davonjagen wird man Sie. Womöglich werden Sie noch eingesperrt. Also, ja, sag mal, Sophie, was erlaubst du dir denn? Du stellst mich ja hin, als ob ich ein Betrüger sei. Ich habe das Geld von der Gemeinde als Ehrengabe zu meinem Priesterjubiläum erhalten. Da muss es doch mir überlassen sein, was ich damit anfange und ob mir ein Menschenschicksal wertvoller ist als ein Stück tönendes Metall. Da muss mir doch alle Welt beistimmen. Was meinen denn Sie dazu, Herr Baron? Verzeihung, Vater Benedikt, ich verstehe von all dem kein Wort. Wollen Sie mich nicht kurz aufklären, bitte? Die Sache war so, die Gemeinde hat dem Herrn Pfarrer 500... Schweig still! Ich habe von der Gemeinde zu meinem Jubiläum 500 Silbergulden erhalten, für die ich eine Glocke kaufen sollte. Morgen sollte sie zum ersten Male läuten. Stellen Sie sich vor, ein lumpiges Auswandererpaar hat dem Herrn Pfarrer das Geld abgenommen. Also du sollst still sein. Ist das wirklich wahr, Herr Pfarrer? Wurden Sie beraubt? Aber nein. Ich habe zufällig das Gespräch eines jungen Paares mit angehört, aus dem hervorging, dass der junge Mann nach Südamerika auswandern wollte, weil ihm die Heimat keine Möglichkeit bietet, sein Brot zu verdienen. Na, und da habe ich dann den jungen Leuten das Geld, das für die Glocke bestimmt war, geschenkt, damit sie im Lande bleiben und einen eigenen Herd gründen können. Also, ist das nun eine Sünde oder nicht? Bravo, Vater Benedikt. Ich kann Ihnen nur die Hand drücken. Da haben Sie gehandelt wie ein guter Christ. Ja, Herr Pfarrer, da haben Sie wirklich ein gutes Werk getan. Und niemand kann Ihnen einen Vorwurf machen. Ja, das ist ja alles wahr. Aber wenn der Gemeinderat das Geld hergegeben hat, dann will er auch die Glocke haben. Und am Ende werden Sie dem Herrn Pfarrer noch andichten, dass er das Geld für sich selbst gewendet verwendet hat. Ach Gott, so ist doch nun einmal die Welt. Lass das nur meine Sorge sein, Sophie. Ich werde mich vor dem Gemeinderat schon zu verantworten wissen. Geh jetzt hinein und bereite das Abendbrot. Ja. Und Sie sind doch heute Abend meine Gäste, nicht wahr? Nein, Vater Benedikt, das muss ich Ihnen leider abschlagen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Besuch zu machen. Aber wenn es Ihnen recht ist, Herr Pfarrer, ich würde inzwischen sehr gern bei Ihnen bleiben, um einmal aus Ihrem Munde etwas aus Erwins Kinderzeit zu hören. Oh, das würde mir die größte Freude bereiten, Frau Baronin. Na, dann machen Sie mich aber nicht allzu schlecht, Vater Benedikt. Und nun will ich mich beeilen, dass ich bald wieder zurück bin. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein prächtiger Mensch ist er doch geworden, der Erwin. Ich hätte es nie gedacht, dass er sich so entwickeln würde. Tja. Aber mit den Menschen geht es oft wie mit den Bäumen.